Hallo meine Lieben, ja, heute ist ganz schön warm hier bei uns. Ich habe aber trotzdem Lust, ein bisschen was zu machen. Und zwar hatte ich euch in meinem letzten Video gezeigt, dass ich so Styropor-Eier gekauft habe und dass ich damit ein bisschen was vorhatte. Und ich habe mir jetzt nochmal zwei große Eier nachgekauft. Ich hatte ja insgesamt vier, drei kleine und ein größeres. Und von den beiden großen habe ich mir jetzt nochmal zwei nachbestellt. Und habe die auch schon ein bisschen bearbeitet, wie ihr sehen könnt. Ja, und heute möchte ich die gerne anmalen. Und ich dachte mir, was soll's, ich lasse die Kamera einfach mal laufen und quatsch vielleicht ein bisschen mit euch oder so. Vielleicht lasse ich auch Musik laufen. Ich habe noch keine Ahnung. Mal gucken. Ja, als erstes nehme ich halt diese Styroporkugeln und dann seht ihr hier lauter schöne goldene Schuppen. Und das ist nichts anderes als goldene Stecknadeln. Ja, und davon braucht man ziemlich viele. Also für diese großen Eier hier habe ich, glaube ich, 250 Stück oder sogar 300 Stück gebraucht für ein Ei. Ja, und dann abends halt vorm Fernseher gesessen und die alle da reingesteckt, wo ich die Idee her habe. Und ein cooles Anleitungsvideo, wie man das macht, verlinke ich euch unten in der Infobox. Das möchte ich jetzt nicht zeigen, weil das Video ist echt cool. Das hat mir gut gefallen. Ich fand auch das Mädel total sympathisch und deswegen werde ich das auf jeden Fall unten verlinken. Und ihr könnt euch dann da abgucken, wie ihr das macht. Obwohl das schon fast selbsterklärend ist, glaube ich. Aber gut. Ja, das ist quasi Schritt Nummer 2. Also als erstes habt ihr halt die Styropor-Eier. So sehen sie dann aus, wenn ihr die Stecknadeln drin habt. Was manchmal passiert ist, dass diese obere letzte Nadel nicht hält und dann könnt ihr einfach, ich habe Schmucksteinkleber genommen, hier den von, ich glaube der war von ja genau, da steht es da, von Teddy für 1,50 € und ja, den habe ich genommen und habe dann geklebt. Bei meinen, Gott sei Dank, ist nichts passiert, aber bei meiner Freundin. Und da komme ich auch schon zum nächsten Schritt, wie die Eier als nächstes aussehen. Und zwar werden die dann mit Gesso eingepinselt. In dem Fall hier dann mit Schwarz. Ich möchte meins gleich in Weiß machen und vielleicht lasse ich eins sogar in Gold und mache da gar keine Grundierung drunter. Also so sehen die dann aus, wenn man die dann in Schwarz einmal angepinselt hat und sie schon ordentlich getrocknet sind. Also ihr seht, so ein bisschen scheint es wieder durch. Das Gold, das finde ich aber auch gar nicht so schlimm. Es kommt aber auch zum Teil daher, ich habe hier solche Teile gebaut, wo man die halt so reinstecken kann, um die dann eben anzumalen, dass man sich die Finger nicht so einsaut. Und ja, dadurch, dass die halt da drin steckten, ist dann halt an den Stellen mal ein bisschen Farbe weg gewesen. Da musste man da nochmal drüber pinseln oder man hat es halt gelassen, weil es auch ganz cool aussieht, wenn es so ein bisschen durchscheint. Genau, obwohl ich nachher sowieso wieder ein bisschen Gold drauf mache. Also von daher, so, mal die Eier von ihr hier gerade ein bisschen verstauen. So, ja, einfach irgendwo hin. Genau, so. Und ja, wie gesagt, ich möchte ein Ei jetzt auf jeden Fall mit weißem Gesso anmalen. Ich zeige euch nochmal gerade, was ich jetzt alles benutzen werde. Ich hoffe, das ist weiß und nicht durchsichtig. Bla bla bla, Niederlande, Deutsch, Grundhöfe, Öl, Wasser, bla bla bla. Also das ist übrigens von Action hier auf jeden Fall. Prima Grundierung für Öl, Wasser, Acrylfarben, reduziert die Absorption, bla 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 bla. Ich kann hier aber nicht sehen, ob es weiß ist. Ich nehme es aber mal stark an, mal kurz schütteln. Es sieht einfach weiß aus und ich glaube nicht, dass das komplett durchsichtig wird. Also ich mache es mal auf meinen Finger, das sieht schon sehr weiß aus, würde ich behaupten. Also den werde ich auf jeden Fall benutzen. Dann habe ich zwei Farben hier und jetzt fragt mich mal, wo ich die bestellt habe. Das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich werde aber gucken und wenn ich es finde, dann werde ich es euch verlinken. Aber das hier ist auf jeden Fall diese Firma. Na, stell dich mal scharf. Na, komm, komm, komm. Will er nicht. Aber ich glaube, ihr erkennt es so schon. Ich halte es mal so hin und dann vergrößere ich es vielleicht nachher einmal kurz.
Oder kann man es hier oben besser erkennen? Ja, da oben. Blue. Die beiden Farben werde ich benutzen und die sind halt so auf, also diese Farbe hier ist auf schwarz, so bläulich, und die ist auf schwarz-rosa. Und wenn man sie auf weiß macht, dann wird das hier lila und das hier blau, glaube ich. Glaube ich. Wir werden es aber gleich sehen. Ich zeige euch einmal, achso, ich zeige euch erst, was ich noch benutze. Nochmal von der gleichen Firma, und zwar sind das Wachse. Einmal Opal Magic und einmal Metallic Liquid. Und das ist so ein Vintage Gold hier. Und das ist ein, was steht da drauf? Tutorial Saiteng oder so. Turkios, keine Ahnung, ich kann es nicht aussprechen. Saiteng, also das riecht, die riechen alle mega geil, diese Wachse. Und ja, das, die werden halt, ihr seht es hier vielleicht, auf, wenn man sie irgendwo aufträgt, sehen sie auch gleich wieder noch unterschiedlich aus. Also die, na, je nach Untergrund ändern die auch wieder nochmal so ein bisschen die Farbe. Das hier nicht, das ist, das bleibt tatsächlich Gold. Aber die riechen einfach genial, die Sachen. Und hier ist auch nochmal ein Wachs, eine Wachspaste. Und die hat mal 5 Euro gekostet, steht noch hier drauf. Und das habe ich aber, glaube ich, mal auf einer Messe. Ich glaube, es könnte sein, dass ich das auf der Dortmunder Messe gekauft habe. Also das ist so eine Wachspaste von dieser Firma. Wie gesagt, wenn ich es finde, dann suche ich es euch raus. Und das ist Chameleon, also die Farbe Chameleon, die ist auch ziemlich gut. Und das ist so ein Weiß-Gold. Genau. Oder ist die Marke Chameleon? Ich weiß es nicht genau. Ja, also das sind auf jeden Fall die Sachen, die ich benutze. Ich werde es versuchen, für euch rauszusuchen und euch dann zu verlinken. Ja, dann habe ich mir hier noch so eine Farbpalette hingelegt, die ich dann hier für das Gesso benutze. Und ein paar unterschiedliche Pinsel für größere und kleinere Stellen, wobei ich diese Wachssachen zum Beispiel später sowieso mit den Fingern mache, weil das geht einfach besser. So, und damit ihr mal seht, wie das Ganze in fertig aussehen könnte, das ist dieses hier. Und bei dem Ei habe ich hier unten erst schwarzes Gesso tatsächlich drauf gemacht und dann fand ich es aber nicht so toll und habe dann mit Weiß nochmal drüber gemacht und habe dann diese beiden Farben benutzt. Und da habe ich auch nur ganz bisschen von dem Gold am Ende dann nochmal drauf gemacht. Und von den anderen Pasten habe ich da aber, glaube ich, gar nichts groß drauf gemacht. Ja, und hier oben ist es dann immer dunkler bis schwarz. Und da ist es auch wirklich fast silber, weil ja, dieses Ei ist überhaupt nicht originalgetreu nach Game of Thrones. Ich habe hier komplett andere Farben benutzt, weil ich die einfach viel geiler finde. Ich glaube, es kommt auch in der Kamera nicht so gut rüber. Dieses Lila, was ich hier richtig krass sehe, das seht ihr, glaube ich, in der Kamera fast gar nicht. Aber ihr dacht, da seht ihr es so ein bisschen, da unten in dem Bereich. Das schimmert aber eigentlich viel, viel mehr lila. Ja, mir hatten diese Farben halt viel besser gefallen und deswegen habe ich es halt so angemalt. Ich wollte es jetzt ja auch nur als Deko für mich haben und nicht für irgendein Requisit oder so. Und wie gesagt, ich finde dieses Ende hier halt am allergeilsten. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, das Weiß zu benutzen. Und das eine Ei werde ich jetzt einmal komplett weiß auf jeden Fall einschmieren. Ich habe hier auch noch so einen zweiten Halter. Wahrscheinlich werde ich den nachher, hupsi, für das andere benutzen. Und wundert euch nicht, wenn ihr die Dinger steckt, also wenn ihr schon so ein Stückchen gekommen seid, dann merkt ihr schon richtig krass, was für eine Gewichtsveränderung, und das Ding bleibt dann auch immer so stehen. Also jetzt natürlich nicht mehr, weil das Gewicht wieder verteilt ist, aber am Anfang, wenn ihr anfangt, die zu stecken, dann bleibt es echt immer darauf stehen. Du kannst es hinlegen, wie du willst, es stellt sich immer wieder so auf, wegen diesem Gewicht halt, weil man halt unten auch anfängt. Ja, ganz witzig. Ja, und ich fange jetzt total unspektakulär an und werde mal hier mit Weiß rumpinseln und hoffe wirklich, dass es auch weiß bleibt und nicht Dings ist. Damit das Ganze dann nachher ein bisschen schneller trocknet, werde ich dann auf jeden Fall, ich überlege gerade, ich nehme einen größeren Pinsel noch,
meinen Heißluftföhn noch zur Hilfe nehmen und ja, da auf jeden Fall noch ein bisschen föhnen, damit ich da nicht so lange warten muss. Ja, ach, das geht ja noch mal viel geiler gleich. Aber man muss gut aufpassen, weil wenn ich das jetzt umdrehe, dann seht ihr, dass es halt da noch dolle durchblitzt. Deswegen am besten einmal von der Seite, einmal von der. Und ich mache auch immer nicht zu viel Farbe, weil ich nicht möchte. Oh, hier löst sich die Nadel gerade und ich sehe gerade, da oben scheint auch eine Nadel zu fehlen. Da seht ihr das, da ist ein Loch. Da ist wohl doch eine rausgefallen. Ich komme sofort wieder. So, das ist jetzt voll doof gelaufen, weil ich habe nämlich keine goldenen mehr. Ich habe nur noch silberne. Aber da werde ich jetzt hier auch gleich mal den Schmucksteinkleber drunter machen. Also man kann theoretisch, könnte man natürlich, habe ich mir auch schon überlegt, um dem Ganzen noch mehr Stabilität und so zu geben, könnte man natürlich jede einzelne Nadel, na komm, jede einzelne Stecknadel festkleben, aber ich glaube, das wäre zu viel Aufwand. Also ja, ich glaube, das ist zu krass. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, aber ich werde es eh nicht schaffen, ohne mir die Finger einzusauen. Also von daher, zack. So. Ja, sieht jetzt natürlich ein bisschen merkwürdig aus, aber das sieht man ja gleich eh nicht mehr, wenn da die Farbe gleich drauf ist. Dann ist das ja sowieso verschwunden. Also von daher, deswegen überlege ich auch, eins Gold zu lassen. Und also ich werde es auf jeden Fall an einer kleinen Stelle mal ausprobieren, wie es aussieht, wenn ich das Gold lasse. Und dann nur so ein bisschen mit diesen Farben da rumspiele, weil ich dann das Gold wahrscheinlich nicht mehr brauchen werde. Aber also ihr seht vielleicht oder auch nicht, nee, ihr seht das nicht gut, weil ihr seht ja meine Seiten nicht und ich kann es jetzt schlecht in die Hand nehmen, dass das Gold halt trotzdem noch ganz schön durchblitzt. Man muss da schon ein paar Mal drüber gehen. Man muss aber auch aufpassen, dass man nicht zu viel Farbe nimmt, sonst sieht es nämlich auch wieder scheiße aus. Weil es dann wie so eine glatte Oberfläche, also dann gehen die Schuppen so ein bisschen verloren. Wisst ihr, was ich meine? Also am besten dünn drüber föhnen, dünn drüber föhnen. So ist meine Taktik hier. Ja, genau. Ja, jetzt weiß ich wieder nicht, was ich euch erzählen soll, wie immer. Kamera laufen lassen ist ja immer gut und schön. Und solange man was zu erklären hat, ist auch alles toll. Nur sobald man das nicht mehr hat, ist es wieder doof. Auf jeden Fall kann ich mich hier mal kurz wegmachen. Das nervt mich nämlich, weil ich dann immer hochgucke und mich selber angucke. Zack, weg bin ich. Euch interessiert ja jetzt eh nur das Gepinsel hier. So. Ja, habe ich auch schon fast die erste Schicht einmal drauf. Noch mal ein bisschen. Ich muss mal überlegen, was ich mir später für eine Verpackung bastle, wo ich die dann reinlege. Weil, wie gesagt, das soll halt Deko werden fürs Wohnzimmer. Die will ich in den Schrank reinstellen und da muss ich halt mal überlegen. Ich denke, ich werde das so ein bisschen ähnlich machen. Erinnert ihr euch? Ich habe vor 2 Jahren zu Weihnachten habe ich auch Dracheneier, aber aus so einer Gips, aus so Gipszeugs gemacht mit Luftballons und so in dem Adventskalender-Videos. In dem einen war das und da ist ja ein Geschenk draus geworden für meine Mutter und für meine Stiefmutter. Genau, und da habe ich ja auch dann so ein, wie heißen diese geflochtenen Körbe, die man für Obst manchmal sieht, die habe ich ja benutzt und habe dann damit Stöckern und Stroh und so dekoriert und habe die da reingelegt. Und ich glaube, so ein bisschen in der Art werde ich das auch machen. Ich werde mir wohl so einen runden Korb, denke ich mal, irgendwo besorgen, vielleicht vom Flohmarkt oder so. Und dann auch mit Stöckern und so, also ich werde noch mal im Internet ein bisschen gucken, so ein Drachennest, weil Eier liegen ja meistens in einem Nest. Und werde mal gucken, wie so ein Drachennest aussehen könnte und da werde ich was zu basteln. So, ihr Lieben, ich überspringe jetzt hier mal kurz, weil ich jetzt hier einmal föhne und das muss ich euch ja nicht antun.
So, die erste Schicht ist jetzt trocken. Das Ding ist aber noch ganz schön heiß und auch noch nicht komplett trocken. Aber an den meisten Stellen, ich will euch gerade zeigen, ich habe nämlich ein Drachennest gefunden. Und zwar, also wie sich Leute ein Drachennest anscheinend vorstellen. Und zwar hier, diese Bilder hier. So werden sich wohl Drachennester vorgestellt. Hier gibt es dann irgend so eine Homepage, wo es anscheinend irgendwie so einen Drachenpfad oder so gibt. Ja, Skulpturenpfad, Waldmenschen. Ja, da werde ich wahrscheinlich den Link mal unten in die Videobeschreibung packen, weil ich jetzt hier das Bild zeige. Und ja, so in ungefähr stellt man sich dann wohl ein Drachennest vor. Und dann werde ich mal gucken, wie ich das anhand, noch heiß, anhand dieses Teils hier dann. Ach, wisst ihr was? Ich überlege gerade, ob ich das bis hier tatsächlich Gold lasse. Wenn ich das nächste dann Gold, komplett Gold lasse, ob ich das hier unten auch schon Gold lasse. Das Ding ist immer noch heiß und hat immer noch ein bisschen Farbe. Ich muss doch noch gleich mal ein bisschen föhnen. Aber ich glaube, ich mache noch eine dünne Schicht drauf und föhne dann wobei. Irgendwie heiß. Seht ihr das? Da unten deckt es weniger als oben. Oben ist es wirklich richtig schön weiß und da deckt es nicht so gut. Und dann habe ich fast so einen kleinen Übergang. Und dann unten eben kompletto Gold. Dann einfach nur die Farben. Ich bin auch gespannt, wie die Farben auf Gold wirken. Und dann sehe ich auch gleich, ob ich das nächste Ei dann überhaupt mit den Farben anfange oder ob ich da erst Gesso drauf mache oder nicht. Ich finde das geil. Ich mache das, aber ich mache hier oben auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Farbe drauf. Das kann ich ja jetzt mit euch zusammen noch machen. Und dann werde ich noch mal föhnen und dann schaue ich mal, ob mir das so gefällt. Ja, und das kann ruhig auch ein bisschen ungleichmäßiger sein, mal ein bisschen weiter runter, das Weiß, mal ziemlich weit oben nur. Ich habe auch viel zu viel Farbe, glaube ich, rausgenommen, aber das macht nichts. Ich bin aber auch davon ausgegangen, dass ich mehrmals drüber muss. Also bei dem Schwarz war das tatsächlich, da hat man mehr Farbe gebraucht. Aber das macht ja auch nichts. Und was ich auch noch nicht bedacht habe, ich habe ja auch noch nicht in die andere Richtung gepinselt. Ihr seht vielleicht, ich mal näher rangehe, seht ihr da so ein bisschen die Struktur? Also wenn ich jetzt so rumgehe, da kriegt ihr da, seht ihr, wie so kleine Huckel, so kleine Dings. Das finde ich noch mal ein bisschen schicker, weil das noch mal so ein bisschen mehr Struktur bekommt. So. Ja, das gefällt mir schon ziemlich gut. Ja, und wenn ich es jetzt andersrum halte, dann sieht man halt, dass da unten drin halt, da zum Beispiel, da ist es komplett dicht. Und an manchen Stellen habe ich die Nadel ein bisschen weiter auseinander. Und dann kommt halt später dieses Schuppenmuster noch ein bisschen mehr raus. Aber man darf sie auch nicht zu weit rein, also auseinander machen. Da muss man so ein bisschen so ein Gefühl für kriegen. So, ich glaube wirklich, dass mir das hier schon hinreicht mit der Farbe. So, jetzt muss ich kurz unterbrechen. Das Kind kam einmal. Genau. Wo waren wir? Ja, genau. Hier war noch eine Stelle, wo ganz wenig Farbe war. Ich wollte zwar so einen kleinen Verlauf, aber doch nicht zu dolle. So, so reicht mir das jetzt auf jeden Fall hin. Ich föhne noch mal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich denke, das ist jetzt genug geföhnt. Es ist noch super, super heiß, weil ich gerade erst aufgehört habe mit Föhnen, weil ich bin ja gar nicht so dumm, wie ich manchmal aussehe. Ich werde das jetzt einfach mal so probieren. Zack. Jawohl. Hier unten ist es ja nicht so heiß, da kann ich ja anfassen. So. Zack. Ja, wenn ich es jetzt auch einmal umdrehe, dann seht ihr auch da, dass da sofort wieder Stellen kommen, wo halt die Farbe wieder abgeht, weil man es dann eben so reinsteckt. Aber wie gesagt, ist mir jetzt wurschtig. Ich gehe da nachher nochmal drüber und gut ist. Ich werde jetzt mal ausprobieren mit den beiden Farben, wie das auf dem Gold aussieht. Die Farbe hier, die ist schon so ein bisschen fest geworden. Das ist aber nicht weiter wild. Ich denke mal, dass man das auch mit ein bisschen Wasser wieder weich bekommt. Seht ihr das, wie das zweifarbig schimmert? Nee, seht ihr nämlich nicht. Doch da seht ihr es ein bisschen, wie das Lila rauskommt.
Genau, und sonst sieht es für euch meistens blau aus, aber ich probiere jetzt einfach mal, wie das aussieht. Ne, ich glaube, das wird nichts. Ne, da muss man, glaube ich, doch Farbe drunter machen. Gut, dass ich es einmal probiert habe. Ich verteile es nochmal ein bisschen mehr. Weil dann sieht es nämlich einfach nur blau aus und hat nicht diesen Farbschimmerwechsel. Heiß immer noch. Okay. Der Versuch war gut. Schwupp. Dann pinsel ich jetzt von unten komplett alles weiß und föhne. Und das mache ich schnell allein. So, nun ist das Ei endlich weiß und trocken an ein paar Stellen, wo das jetzt hier drauf stand. Da ist das Gold, guckt da noch ein bisschen durch. Das macht mir aber nichts. Das ist mir egal. Ja, und dann fange ich mal an. Und pinsel hier mal ein bisschen mit der Farbe rum. Ich werde nachher mal gucken, ob ich oben vielleicht noch mal ein bisschen dunkel, also grau oder irgendwas drauf mache. Dass auch so ein bisschen so ein Farbverlauf drin ist, weil sonst habe ich ja jetzt nur das Blau und das Rosa. Das will ich ja jetzt auch nicht wirklich. Jetzt ist mein Pinsel hier schon ein bisschen fest geworden. So, ja. Ich mache das jetzt so rum, dann sieht man auch schön, dass da so die Schatten ein bisschen vorkommen, also da, wo die Nadeln quasi aufhören, dass da halt mehr Farbe drauf ist, weil dadurch so eine Schatten entstehen. Finde ich eigentlich ganz cool. Aber ich glaube, der Pinsel ist hier tatsächlich schon zu fest. Gar nicht, wo ich meinen Teil zum Pinsel auswaschen hingestellt habe. Muss ich gleich mal gucken. Aber nehme ich halt jetzt erstmal den. Das geht natürlich jetzt viel besser. Ja, und da pinsel ich jetzt so überall gleichmäßig, ungleichmäßig drauf rum. Ihr seht leider das Lila überhaupt nicht schimmern. Ihr seht nur Blau. Ich sehe es aber auch tatsächlich, wenn die Lampe, das Licht so ein bisschen indirekt drauf kommt, dann sehe ich auch das Lila. Ja. Ja, dass das jetzt alles so ein bisschen ungleichmäßig ist, ist natürlich gewollt. Wir ja jetzt nicht eine deckende Fläche haben, sondern wir auch gleich dann das Rosa da noch ein bisschen zwischenmischen. Ich den Pinsel auch immer wieder ganz gut ab. Wenn es an ein paar Stellen mal so richtig dick drauf ist, ist das auch okay. Soll halt ungleichmäßig werden. Die andere Seite mache ich dann später. Ach so, ja, jetzt ist egal, ich nehme einfach den gleichen Pinsel. Das ist nicht so schlimm. So, jetzt seht ihr hier einfach nur so eine rosane Farbe. Aber obwohl, ihr seht es hier im Deckel, wie schön das da blau, da seht ihr es auch ein bisschen. Wenn ich so ein bisschen im Schatten reinhalte, dann seht ihr, wie es auch so ein bisschen bläulich schimmert. Ah ja, da guckt. Da sieht man es. Genau. Jetzt haben wir ein bisschen zu viel Farbe. Ein bisschen abmachen. So. Ja, und da gehe ich jetzt einfach nur genau wie bei dem anderen. Einfach überall drüber. Das sieht doch schon mal ziemlich cool aus. Ja, ich habe auch vorher die andere Farbe gar nicht getrocknet, weil von mir aus kann sich das ruhig ein bisschen vermischen. Das finde ich auch nicht schlimm. Was ist denn, glaube ich, meine Hand hier? Bisschen gestaltet. Ich finde es schade, dass ihr das in der Kamera nicht so schön sehen könnt wie ich hier.
Sieht nämlich in Wirklichkeit schon viel schöner aus als in der Kamera. So, ich muss auch gleich wieder föhnen, weil jetzt habe ich gleich keine Stelle mehr, wo ich hier festhalten kann. Bisschen mehr. Doch noch so viel weiß durchguckt. Kann zwar am Ende ruhig ein bisschen weiß durchgucken, aber nicht so viel. Und wenn dann Stellen sind, wo wirklich noch komplett weiß ist, das finde ich dann nicht so schön. Da dann doch lieber die dunklen Schatten. Mache ich die andere Farbe noch mal auf. Hier mal da und mal da rein. Ja, hier muss ich echt mal gucken, weil die Farbe echt ein bisschen fest geworden ist. Es macht vielleicht so einen Krach hier, ne? Ich gehe da gleich noch mal mit dem Rosa drüber, möchte nur ein bisschen deckender haben, weil ich nicht so viel Weiß überall durchschimmern haben möchte. Wenn oben nachher hier ein bisschen mehr Weiß durchscheint, finde ich es nicht so wild, aber hier unten möchte ich das jetzt nicht haben. Ja, wenn man den Pinsel so ein bisschen dreht, dann geht das ein bisschen besser da in diese ganzen kleinen Lücken rein. Na, guck mal, da guckt sogar noch ein bisschen Gold durch. Ist auch nicht so schlimm. Ich nachher sowieso mit dem Gold da noch mal dran lang gehe. So, nach hier kann jetzt von mir aus schon mal ein bisschen anfangen, dass das Weiß ein bisschen mehr durchguckt. Seht ihr das in den Ritzen? Da guckt überall das Weiß schon wieder ein bisschen mehr durch. Finde ich schon ganz gut. So, jetzt überall noch mal ein bisschen rosa. Dadurch wird es auch hier oben ein bisschen das Blau so ein bisschen lila. Auch geil aus. So, habe ich es jetzt automatisch schon so ein bisschen dreifarbig oder vierfarbig sogar, weil da das Gold so dolle wieder durchkommt. Und ja, hier sieht es jetzt so lila, blau, rosa. Also da guckt überall schon was durch. Wie gesagt, schade, dass ihr das im Licht nicht so gut seht. Ich müsste mal gucken, ob ich hier ein bisschen mehr Schatten hinbekomme. Seht ihr das? Da seht ihr das Rosa. Da, wo der Schatten ist. Und so sieht es bei mir halt hier die ganze Zeit aus. Und bei euch sieht es jetzt hier einfach wieder nur blau aus. Ja, ich werde das nochmal kurz föhnen, ein bisschen trocknen und dann drehe ich mir das Ganze einmal um. So, umgedreht. Und jetzt möchte ich hier oben das meiste rosa machen und dann mit dem Blau, also genau umgekehrt quasi hier oben, erst rosa, dann blau. Mal gucken, dass ich die Ecken hier ein bisschen erwische, so rum jetzt besonders, weil ja jetzt die ganzen Kanten unten sind, dann sieht man es nicht mehr so gut. Deswegen immer so ein bisschen hin und her von links. Aber wenn man es in der Hand hat, dann sieht man doch eigentlich ganz gut, was man machen muss. Was ich auf jeden Fall cool finde, ist, vorhin kam unser Sohn hier kurz rein und der sagte gleich: "War cool, Game of Thrones, war ja." Obwohl es nicht mal die Farbe ist, aber trotzdem gleich erkannt. So. Ja, jetzt gehe ich hier auch überabsichtlich, nicht überabsichtlich, schon in das Blaue ein bisschen verstärkt rein mit dem Rosa. Allem wirkt das dann auch noch mal ganz anders, weil das Blaue ja jetzt trocken ist. Und dann wirkt es natürlich noch mal anders, als wenn man die Farben ineinander mischt. So.
gefällt mir das schon ganz gut. Ich muss mal gucken, ob ich nachher hier dann doch die ganzen weißen Stellen wegmache. Und ja, aber eigentlich sind ja die Teile, die jetzt weiß sind, sind ja eigentlich dunkel. Also ich glaube, beim nächsten Ei mache ich so, dass ich erst mit Schwarz komplett drüber gehe, mit schwarzem Gesso, um die ganzen Rillen und so, dass ich das alles schwarz kriege. Und dann gehe ich mit Weiß nochmal drüber. Pinselhalter, erstmal alles um. Ja, und dann mit Weiß über das Schwarz drüber gehe, aber immer nur in die Richtung, also nicht in die Richtung, sondern nur in die und mit Absicht diese ganzen Schatten, also diese ganzen Stellen dazwischen eben alle schwarz lasse, damit dann tatsächlich die Schatten schwarz sind. Und das wird mir bestimmt am besten gefallen. Hier mache ich auch nochmal Schmucksteinkleber dran, weil der doch auch ein bisschen locker ist. Ja, also wenn ihr es wirklich so ganz professionell machen wollt, dass es super gut hält, dann würde ich euch tatsächlich empfehlen, ach, der Kleber untergeflogen, die Teile alle festzukleben. Dauert dann natürlich ein bisschen länger, bis es ausgehärtet ist, aber dann habt ihr auf jeden Fall nicht das Problem, dass euch die Dinger wieder rausfallen. Also immer ein bisschen Kleber auf die Nadel und dann erst reinpieken. Dann kann das Ding auch mal runterfallen, wenn es ausgehärtet ist, dann ist es auch wups egal. So, das Ding lasse ich hier jetzt gerade tatsächlich auch mal an der Seite ein bisschen antrocknen. Das ist natürlich noch nicht fertig. Ich will da dann noch ein bisschen was dran machen. Hier klebt es auch noch ein bisschen dran. Sieht schon nicht ungeil aus, aber oben muss halt dann noch mal ein bisschen blau mit dazwischen, nicht so viel wie unten, nur ein bisschen. Das packe ich jetzt einmal an die Seite. Das schwarze Gesso habe ich gerade nicht hier, das hole ich mir einmal kurz. Und ja, wasche auch mal gerade meine Pinsel, dass ich hier wieder eine saubere Grundlage habe. So, ich habe mir alles zusammengekramt. Erstmal mein schwarzes. Oh, das ist weit, sehe ich gerade. Auch nicht schlecht. Wusste ich nicht, dass ich davon auch noch Gesso habe. Okay, dann torne ich gleich nochmal los und suche das schwarze. Aber ich habe auch meinen Pinselreinigungsteil hier wieder gefunden und auch gleich mal Wasser reingemacht. Ich habe hier auch so einen mega praktischen Ständer, wo man die reinpacken kann zum Abtropfen, der mir gerade entgegengefallen war. Ja, gut, dann muss ich nochmal mein Schwarz suchen. Yippie, ich hab's. Da ist es. So. Und nun, gleiches Spielchen wie vorher. Ich nehme immer von dem Schwarz jetzt mit Absicht nicht so viel, weil ich möchte das nur in die Ritzen rein haben. Deswegen nehme ich, glaube ich, jetzt hier auch den kleinsten Pinsel, den ich hier rumfliegen habe. Drehe mir das Ei auch mal um, so dass ich halt diese Teile hier oben habe. Und sehe zu, dass ich eben in diese, ja klar muss ich es komplett anmalen wahrscheinlich, aber eben in die Ritzen dann wirklich am meisten auch reinkriege. Da ordentlich mit dem Pinsel reingehe, das wird ein bisschen dauern, bis das alles so ist, wie es sein soll. Es steht halt, ups, ja, cooler Pinsel. Ist mir der Pinsel erstmal vom Stiel gefallen, auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, das hat gar nicht so viel Sinn, den kleinsten zu nehmen. Da komme ich, glaube ich, auch nicht viel besser rein. Das dauert nur länger. Ich glaube, ich nehme doch wieder den größeren. Aber jetzt kann ich den Pinsel wenigstens gleich sauber machen. So, dass er mir nicht eintrocknet. Ja, und hier kann man den jetzt dann einhängen und dann kann er hier nämlich abtropfen. Und dann nehme ich doch den größten und so. Ah, der Pinsel ist auch noch ein bisschen feucht. Ist gar nicht so schlecht. Dann kommt das Zeug nämlich, wird es ein bisschen dünner und geht noch besser in die Lücken rein. Ich habe übrigens meine Nadeln, diese goldenen jetzt, die ihr hier seht, bei dem Ei, die habe ich bei TEDx gekauft. Da sind
80 Stück in einer Packung und kosten 1 Euro. Die sind ein bisschen größer als normale. Ich finde es gar nicht schlecht, aber die davor, die hatte ich, diese hier, hatte ich bei Real geholt, und zwar Real Eigenmarke, 1,99 €, aber 200 Stück drin, also billiger als die von Teddox, wenn man das auf die Masse rechnet. Und die sind wesentlich besser von der Qualität, muss man ganz ehrlich sagen. Die von Teddox, da drehen sich die Köpfe manchmal, und man hat in fast jeder Packung hat man eins drin gehabt, wo keine Stecknadel dran war oder wo halt irgendwas war. So, ja, jetzt überlege ich gerade, warum ich die Farbe da rein mache. Das ist ein bisschen Farbverschwendung. Ich glaube, ich mache den mal immer direkt auf den Pinsel. Dann verschwende ich nicht so viel. Und gehe dann hier direkt drauf. Oder ich packe hier einfach mal ein bisschen. So, Farbe direkt auf das Ei. Und wie gesagt, ich will halt, dass die ganzen Lücken mit Farbe ausgefüllt sind. Aber man soll immer noch Lücken erkennen. So, das ist jetzt so ein bisschen tricky, die Lücken irgendwie zu füllen und trotzdem noch Lücken zu behalten. Deswegen braucht man auch relativ viel Farbe. Ich muss mal gucken, wie ich mit der hier auskomme, aber ich habe unten noch andere. Ich mir gestern noch im Kiebitzmarkt geholt, weil ich mir schon dachte, dass das hier vielleicht nicht mehr reichen könnte. Weil die Farbe hier, die habe ich mal online bestellt. Wie gesagt, alles, was ich verlinken kann, werde ich euch verlinken. Ja. Und wir haben hier halt aber so einen tollen Bastelladen. Und ich finde, man muss auch nicht immer alles online kaufen. Man kann, besonders jetzt auch in Zeiten von Corona und so, kann man echt auch mal die Shops unterstützen, die eh schon immer zu kämpfen haben und die eben so in der Umgebung sind. Weil man ist auch mega dankbar, wenn man so einen Shop in der Nähe hat und jetzt sofort dringend mal was braucht und dahin fahren kann und eben nicht darauf warten kann, bis es aus dem Internet mal angetroffen ist. Und ja, klar sind die Läden teurer, aber ja, leben und leben lassen, sage ich mal. Ja, ich tendiere auch dazu, viele Sachen im Internet zu kaufen. Ja, ich kaufe auch manchmal Sachen bei AliExpress, obwohl das extrem wenig geworden ist, ehrlich gesagt. Aber ich finde, man sollte ja eben zusehen, dass man doch die lokalen Geschäfte, besonders jetzt bei der Wirtschaft, unterstützt, wenn man es kann. Gibt ja auch Leute, die sagen, ja, würde ich ja gern, aber ich habe halt die Kohle nicht. Kann ich auch nachvollziehen. Aber wenn man es kann, dann bin ich der Meinung, sollte man es auch tun. So, ja. Ihr seht schon wahrscheinlich, dass ich hier ziemlich weit unten pinsle. Also ich bin jetzt hier fast, nicht ganz, aber fast ringsrum unten angekommen. Und ich denke mal, ich werde es aber wirklich überall machen mit dem Schwarz, weil ich ja diesen Schatteneffekt haben möchte. Ja, und dann werde ich gleich die Kamera nochmal auf Pause stellen. Ich habe nämlich jetzt, ihr habt euch vielleicht gewundert, weil die Übergänge so komisch waren bisher. Normal mache ich ja immer mit meinem Foto, also mit meinem Videoprogramm, einigermaßen schöne Übergänge. Ich versuche es zumindest. Und heute habt ihr immer so Cut, Cut, Cut. Und dann ging es weiter. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt mal entdeckt habe, dass ich hier bei, wie heißt das? Bei OBS auch Dings machen kann, Pause machen kann. Und das ist doch manchmal einfacher, jetzt mal kurz die Pause-Taste zu drücken, als nachher. Ich meine, ich muss mir das Video eh angucken, wenn ich das schneide und alles fertig mache. Aber es ist dann doch angenehmer, weil man überspringt, man vergisst auch mal eine Stelle. Das kann halt mal passieren. Und ist halt doof, wenn es an den meisten Stellen geschnitten ist und man dann schon nicht. Das mag ich halt nicht so. Also entweder gar nicht schneiden oder halt mit Absicht doof schneiden. Und dann halt später, na sag schnell, dann halt später, sag mal, was ist los mit mir?
Entweder schneidet man vernünftig und macht überall vernünftige Cuts rein, meiner Meinung nach, oder man macht halt von Anfang an mit Absicht doof, weil man das gut findet. Dann ist es auch in Ordnung. Aber so ein Mischmasch finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Ja, ist ja Geschmackssache, aber ich mag es halt nicht. So, wieder so viel Blabla über Sachen, die euch gar nicht interessieren. Ich drücke nochmal auf die Pause-Taste. Ich föhne hier mal kurz, drehe mir das Ding um, mache diese kleine Stelle auch noch schwarz und mache dann erst wieder an, wenn ich mit dem Weiß anfange. Bis gleich. So, ich halte das Ei gerade mal hier im Papier, weil es nämlich noch echt heiß ist. Und zwar habe ich es jetzt komplett schwarz gestrichen. Ihr seht hier am Rand, da guckt wieder überall das Gold durch wegen diesem Teil hier. Das interessiert mich aber überhaupt nicht, weil da ja eh noch Farbe drauf kommt. Ich werde das Ei jetzt aber wieder so rum auch reinpacken, wie ich es gerade schon hatte. Und oh, hier ist noch ein bisschen schwarz, was nicht ganz trocken ist. Und jetzt werde ich mit dem Weißen wieder drüber gehen und werde versuchen, die Schatten eben schön schwarz zu lassen. Ich hoffe, das klappt einigermaßen. Ich werde hier den ganz großen Pinsel nehmen und hier einfach so einmal überall drüber gehen. So. Nach unten war wieder immer dünner. Und ich zeige euch das hier gerade mal. Da klebt es. Da seht ihr das, dass die Schatten dann eben auch wirklich ein bisschen dunkler sind. Ja. Und wenn das unten gar nicht so viel Weiß abkriegt, ist das auch nicht so schlimm. Kann ruhig von mir aus wieder oben heller sein als dunkel. Und es soll auch gar nicht so dolle decken. Jupp, komm. Zack. So, mal sehen, ob ich das hier jetzt wieder schön hinkriege. Na komm, stell dich rein. Super. Ja, das funktioniert doch ganz gut. Ja, nach unten sind dann die Schatten natürlich mehr als hier oben jetzt, weil ihr seht, da oben ist doch ganz schön viel von dem Schwarz wieder verschwunden. Sieht jetzt mehr so grau aus. Aber interessiert mich alles nicht. Da so würde ich es gerne überall haben. Mal gucken, vielleicht, wenn ich da noch ein paar Mal drüber gehe, vielleicht kriege ich es einfach auch wieder ein bisschen abgenommen. Wichtig ist halt, dass das Schwarz unten drunter wirklich gut trocken ist. Weil sonst würde sich jetzt ja alles vermischen und dann hättet ihr Grau. Das wäre dann auch nicht so toll. Aber hier auf der Seite gefällt es mir richtig gut. So kommen auch die Schuppen noch mal viel mehr zur Geltung. Ja, das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Ich werde euch das Föhnen wieder ersparen und noch mal kurz die Pause-Taste drücken. So, ich habe jetzt alles weiß oben und unten und geföhnt und ihr seht, überall sieht man super gut hier noch am allerschönsten die schwarzen Schatten durch. Und da werde ich jetzt genau wie vorher mit den beiden Farben hier drüber gehen. Überall über das ganze Ei mit beiden Farben so ein bisschen verteilt. Ich nehme da auch ruhig wieder den großen Pinsel. Und guck mal, dass ich hier ordentlich abstreife. Ja, der Pinsel ist noch ganz nass. Das ist ganz gut hier für das Blau wieder. Ja, und dann gehe ich hier einfach überall einmal so drüber. Aber ja, nass kommt das ja noch geiler. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich trotzdem genug Farbe habe. Ja, ich befürchte, dass ihr es in der Kamera wieder lange nicht so schön, bei euch nicht so schön aussieht wie bei mir hier. So, und hier jetzt auch überall so ein bisschen mal in diese, auf das Schwarz drauf, dass auch die Ritzenfarbe abbekommen. Das soll ja dann dieser Effekt werden, dass eben die Schatten dann in den anderen Farben leuchten. Das soll ja jetzt nicht unbedingt schwarz leuchten, sondern so. Und damit gehe ich jetzt, glaube ich, einmal über das komplette Ei mit diesem Blau und danach noch mal dünn über das Rosa. Aber jetzt habe ich es andersrum gemacht. Jetzt habe ich oben Blau und dann unten Rosa. Dann kann ich auch hier gleich noch mal drüber föhnen und dann
in dem Fall hier das dann genau umgekehrt machen. Die größere, längere Fläche in Blau und die kleinere Spitze in Rosa. Oder mehr Rosa. Ja. Ich muss mal gucken, dass ich halt wirklich hier jetzt auch so ein bisschen die Schatten erwische. Muss ich vielleicht nachher nochmal von der anderen Seite machen. Oder ja, ich versuche schon immer von unten nach oben, dass er eben auch in diese Zwischenräume gut kommt. Weil wie gesagt, die Farben sind ja so. Auf Weiß ist es Blau und auf Schwarz ist es dann halt dieses Lila. Und dadurch hat man dann ja schon zwei Farben. Wenn ich das dann trocken mache und dann mit dem Rosa überall nochmal dazwischen gehe, dann habe ich quasi vier Farben mit zwei Pinselstrichen. So. Ja, das funktioniert hier auch ganz gut, in diese Lücken reinzukommen. Man sieht, brauche ich ein bisschen mehr Farbe. Das ist ja nicht so wild. So. Und dann habe ich auch hier unten so eine schöne Abtrennung durch diesen Aufsteller. Ja, ich hatte erst überlegt, ob ich mir einfach nur so eine Aufsteller bastle und mir die da drauf stelle. Aber dann sieht man sie ja nicht, ja, man sieht sie dann auch, wenn sie liegen, nicht von allen Seiten. Also entweder muss ich einen ganz kleinen Aufsteller mir bauen. Oder eben wie so ein Nest. Aber so ein Nest, das nimmt ganz schön viel Platz weg. Also wenn ich jetzt so ein Nest baue, wie ich es da im Internet gesehen habe, dann braucht das echt viel Platz. Da weiß ich noch nicht, ob ich das möchte. Ich glaube, ich mache mir doch eher drei Aufsteller. Aber ich guck mal. Weil die Eier sind ja auch relativ groß. Das Ursprungseier waren ja 12 cm. Und ja, durch die Nadeln sind sie dann nochmal eine Ecke größer geworden. Und ja, die Farbe, gut, das macht jetzt nicht so viel aus, aber eben auch ein paar Millimeter. Mal sehen, mal sehen. So, ja, ich muss schon wieder mal föhnen. Das heißt, ihr überspringt das wieder. So, bevor ich jetzt gleich weitermache und hier anmale, wollte ich euch nochmal zeigen, den Unterschied jetzt, wie das aussieht und das. Ich kann es auch nicht so lange festhalten, es ist nämlich noch ganz schön heiß. Ja, ich mache hier weiter und ihr seht es gleich, wie es komplett blau ist. So, jetzt habe ich alles blau und relativ trocken. Ich schiebe das Ei jetzt an die Seite und mache jetzt mit dem hier weiter, weil das ist nämlich kalt und trocken. Und ja, gefällt mir so schon gar nicht schlecht, aber eben noch nicht gut genug. Hier möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen rosa rein haben. Und jetzt gucke ich mal. Boah, der Pinsel ist relativ trocken. Nicht so viel, ein bisschen. Und jetzt hier überall so in diese Schatten. Einfach ein bisschen rosa. Überall noch mal drauf. So. Sieht für euch jetzt vielleicht viel aus, ist es aber eigentlich nicht. Jetzt eigentlich nur so auf diesen Schatten ein bisschen mehr ist und bei den anderen guckt doch das meiste noch rosa durch, noch blau durch. Auch noch rosa. So, an manchen Stellen lasse ich auch das Blau in den Schatten. So, ich habe gerade hier schon so ein Tuch genommen, weil mein Wasser da hinten schon pottschwarz ist. Da kann ich den Pinsel schon gar nicht mehr mit sauber machen. Mache ich ihn erstmal provisorisch hier mit sauber. Ja, so, das gefällt mir auch schon sehr gut jetzt. Das muss jetzt auch trocknen. Dann stelle ich das wieder an die Seite und schnapp mir das hier wieder. Ja, ist schon ein bisschen kühler. Ja, jedes Mal, wenn ich es hier rausnehme, dann geht da immer so ein bisschen was ab von der Farbe. Aber das kommt halt, weil es nicht komplett durchgetrocknet ist. Wenn ihr das perfekt haben wollt, lasst es über Nacht trocknen. Und ihr seht halt immer da, wo Schatten ist, dass es da halt lila leuchtet und bei dem, wo das Licht drauf scheint, blau. So, ja, und auch hier mache ich jetzt überall rosa drüber. Deswegen brauchte ich den Pinsel jetzt auch nicht so dolle sauber machen, weil ich ja jetzt hier sowieso
ob sie, na, klebt mal nicht, wieder rosa drauf machen wollte. Und ich glaube, hier mache ich aber nur unten und oben die Spitze lasse ich dann tatsächlich blau. Ja, und danach fange ich dann an, mit den Wachsmalfarben da überall Akzente zu setzen. Ja, ich glaube so 2/3, bei manchen mehr, bei manchen weniger, werde ich hier mit dem Rosa drüber gehen. Manchmal in die Schatten rein und manchmal aus den Schatten raus. So, jetzt hier nur noch so ein bisschen an ein paar Stellen, wie zum Beispiel, wo das Gold komplett wieder weg ist, da noch mal drüber. Ja, da wo meine Finger sind, da muss ja mal gar nichts hin, da bleibt es einfach so wie es ist. Und dann ja, kann das auch schon wieder trocknen. Die sehen sich jetzt auch recht ähnlich, die beiden. Und das werde ich nachher dann durch die Akzente halt ändern. Ich werde die jetzt nochmal trocknen. Und dann, wie gesagt, fange ich an mit den Wachsstiften da. Mit den Wachsstiften, Quatsch, mit den Wachsfarben, mit den Fingern ordentlich rumzumanschen und eben verschiedene Akzente zu setzen. Jawohl, bis gleich. So. Ich habe sie trocken und das eine sieht jetzt so aus. Das hat ja unten ziemlich viel rosa und oben blau. Und ihr erkennt es wahrscheinlich, das ist das Ei, wo weiß in den Lücken war. Und ich nehme das hier mal vorsichtig, das ist nämlich noch heiß. Und da sieht man in den Lücken, wie das Schwarz noch durchblitzt. Also ich finde beides gut, beides hat seinen Charme. Ich habe aber schon ein paar Ideen, wie ich es beim nächsten Mal vielleicht doch ein bisschen anders, nicht besser unbedingt, aber anders auf jeden Fall machen werde. Ach, das ist immer noch heiß, das soll noch abkühlen. Ja, und das hier nehme ich jetzt, pack mir mal meine Hilfe jetzt beiseite und schnapp mir hier die Farben, mache die mal alle auf. Und dann werde ich hier zusehen, dass ich hier überall drüber gehe. Ich fange mal hier mit dem hier ein bisschen an. Ja, ihr werdet da wahrscheinlich so gut wie keinen Unterschied sehen, weil es ja für euch sowieso schimmert und scheint. Ja, wie erkläre ich das jetzt? Das hier macht jetzt halt so ein bisschen, also hier in den Ritzen seht ihr es vielleicht, dass es so gelb macht. Da seht ihr es ganz gut, ne? Ja, also spiegelverkehrt, ne? Und es riecht, ach, mega nach Zitrone. Das riecht einfach voll geil. So. Ja, da seht ihr es ganz gut, glaube ich. Wie diese, da sehen die Rillen normalerweise so aus und mit dem Zeug sieht es so aus. Ja, das mache ich jetzt aber auch nicht überall, sondern überall mal so ein paar grobe Flächen, zumindest was das Zeug hier angeht. So einfach nur so ein paar Highlights an manchen Stellen. Als ich das andere Ei, was ich euch vorhin gezeigt habe oder am Anfang gezeigt habe, was ja schon fertig war, wenn ich das in der Hand habe, oh, ich muss ja mal so dran schnüffeln, weil einfach diese Farben so toll riechen. Ich liebe die. So. Ja, das hier riecht halt richtig krass nach Zitrone. Und die anderen, die riechen nach Parfüm, also nach, ich kann es nicht beschreiben, das hier, obwohl das Gold, das riecht ein bisschen nach Schuhcreme. So, da habe ich jetzt so viel auf dem Finger, da muss ich jetzt mal gucken, dass ich das vorsichtig mache. Nicht so dolle aufdrücke und nicht überall hinfasse. Weil das soll natürlich nicht überall so hin. Ihr könnt natürlich auch einen kleinen Schwamm oder so nehmen, aber ich matsche eigentlich ganz gerne mit den Fingern da so rum. So, hier oben auch mal schön Gold. Wahrscheinlich seht ihr schon wieder kein, doch ihr seht es da. Ja. Ja, und so kriegt das Ganze dann hier oben auch noch mal so einen dunkleren Touch durch das Gold.
wirkt das Ganze da oben halt noch eine ganze Ecke dunkler. Also wenn ihr jetzt mal da zum Beispiel guckt, wie hell das aussieht, und dann da oben sieht es halt viel dunkler aus. Und dadurch, dass ich das jetzt hier so ein bisschen nach unten verblende quasi, wird es halt nach unten immer heller. Ich finde es mega geil, aber es sind halt auch genau meine Farben. So, jetzt nehme ich mal den anderen Finger und nehme das hellere, was so ein bisschen so einen Silberglanz quasi hat. Und wie ihr gesehen, da drücke ich auch gleich ein bisschen mehr drauf, weil das Helle sieht man halt immer nicht so gut wie das Dunkle. Jetzt wird es auch ein bisschen flutschig in der Hand. So. Ja, ich finde, das muss auch nicht bis ganz unten. Und an ein paar Stellen habe ich ja auch dieses, was so zitronig riecht, dieses Gelbliche. So. Ja, von diesen cremefarbenen sieht man nicht ganz so viel. Obwohl doch, in der Kamera sieht man das jetzt richtig krass. Das sieht gar nicht ganz so dolle aus in Wirklichkeit. Ach, wie kann ich euch das zeigen? Ja. So sieht es in etwa aus in Wirklichkeit. Und nicht so, aber es, ja, durch das Licht schimmert es halt noch mal mehr. Obwohl hier an der Stelle ist es wirklich sehr hell, weil da ja auch dieses Gelbliche drauf ist. Ja, so sieht das jetzt aus. Also mein Ei, finde ich, ist auf jeden Fall, das hier ist fertig. Ich finde es mega, mega, mega schön geworden. Ja, diese ganze Arbeit und die ganzen Schichten, das lohnt sich halt am Ende. Aber ich zeige euch jetzt mal den krassen Unterschied. Das komplett Schwarze, was halt vorher komplett schwarz angemalt war und dann ja nicht mit nicht so vielen Farben, und dann das Weiße daneben, ist schon echt ein krasser Unterschied, ne? Ja, und dann das Dritte. Und auch hier fange ich mit dem hier an, obwohl, ne, ich glaube, ich fange mal mit dem ganz hellen an und fange oben an und gehe da einfach so runter. Ja, und da, dass die Farben ja sowieso schon so schimmern und so glitzern, und jetzt mit diesem Wachs kriegt es einfach noch mal einen ganz anderen Effekt. Also es ist einfach noch mal strahlender. So, das reicht mir. Dann gehe ich mit dem. Oh, scheiße, viel zu viel zu viel. Okay. Ich versuch mal, das ein bisschen besser zu verteilen. Jetzt klebt es mir hier gleich überall, aber nicht da, wo es soll. Ist voll unterm Fingernagel. Ach, so, gut. Oh, da ist gerade ein bisschen dolle Farbe abgegangen. Ah, wie gesagt, das ist alles halb so schlimm, weil es ja eben, aber hier sieht man jetzt wirklich die Nadel doll. Da muss ich gleich mal gucken, ob ich das hiermit kaschiert kriege. Ich glaube, da mache ich gleich nochmal eine Klecks Farbe drauf. Das kriege ich, glaube ich, nicht so gut kaschiert. Ja, in der Kamera sieht man es nicht so doll, aber hier, da guckt halt so ein richtiges Stück. So seht ihr es besser. Da guckt so ein richtiges Stück raus, obwohl das eigentlich auch nicht schlimm ist. Ne? So. Mit der Farbe jetzt einmal so überall auch so ein bisschen. Aber nicht so krass wie bei dem anderen. Also nicht so stellenweise an einer Stelle so viel, sondern hier wirklich überall mal. Ich mache das so frei Schnauze, ne? Ist ja klar, ich habe jetzt hier keinen Plan liegen und so genau soll das aussehen, sondern mache das jetzt einfach so, wie es mir gefällt. Wie. Ich mache mir die Welt. So. Das war an der Stelle jetzt ein bisschen viel Gold, aber wie gesagt, es ist wurscht egal, auch wenn es an einer Stelle mal von irgendwas ein bisschen viel war. Ist ganz egal. Weil je nachdem, wie das Licht scheint, sieht es sowieso wieder ganz anders aus. Hier unten möchte ich es diesmal aber nicht ganz so dunkel haben. Deswegen mache ich hier das Helle noch mal ein bisschen drauf. So.
So. Nicht so toll da unten rein. Das wird nachher ein schönes Geschruppe, dieses Glitzer und Geschimmer wieder wegzukriegen. So, dann nochmal für die Schatten wieder das Helle rein. Das hier unten eigentlich ja schon dunkler sein soll, aber nicht so dunkel. So, jawohl. So sieht es unten schon mal richtig geil aus. Hier auch noch mal mit dem Hellen ein bisschen so seitlich drüber. Aber jetzt sehe ich schon gar nicht mehr wirklich, wo das war mit dem kaputten. Also ja, jetzt sehe ich es hier wieder, aber so schlimm ist das nicht. Also ein bisschen seitlich weg. Ich glaube, das reicht fertig. Mega, mega, mega schön. Ja, okay, es sind halt genau meine Farben. Ich liebe diese Farben. Oh, es riecht so geil, ne? Also diese Wachse, die könnte ich mir offen irgendwo hinstellen und einfach als Raumduft benutzen. So, ihr Lieben, ja, hat auch lange genug gedauert heute das Video. Ich habe leider nur zwei Teile, vielleicht bleibt das auch so stehen. Schwupp, so, da seht ihr jetzt mal meine drei verschiedenen Eierchen. Ich halte die nochmal so in die Kamera, alle drei zusammen. Ja, und so sehen sie jetzt aus und ich finde sie einfach mega geil. Und die beiden hier finde ich natürlich noch schöner als das hier. Vielleicht mache ich mir hier noch mal irgendwas drauf, dass ich das noch ein bisschen heller kriege. Mal gucken. Ja, aber geil aussehen tun sie alle mal, alle drei. Oder vielleicht kaufe ich mir noch eins und mache mir noch mal so eins in den beiden Farben. Und dass ich dann vielleicht doch noch mehr das Rosa, also quasi wie dieses hier, Hälfte blau, Hälfte rosa und dann halt nur umgekehrt, also dass das dann alles blau wird und das hier alles rosa und dann das in der Mitte. Ja. Mal gucken. Also es hat mir mega Spaß gemacht. Das ist so eine schöne Meditationsarbeit. Am Fernseher abends zu sitzen und dann diese Stecknadeln da zu stecken und ja, einfach so ein bisschen vor sich hin zu machen. Also das hat mir wirklich super Spaß gemacht und jetzt auch das Anmalen und das Feine mit den Händen schön schmaddern hat auch mega Spaß gemacht. Riecht alles super und ja. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das ein bisschen Spaß gemacht, mir hier zuzugucken. Jetzt, wo meine Kamera da oben funktioniert, muss ich das auch mal ein bisschen ausnutzen und dann eben auch mal ein bisschen mitlaufen lassen. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend, wie auch immer, wann auch immer ihr das Video guckt. Bleibt auf jeden Fall gesund und bis bald. Tschüss.